Steakertime 0,3. Working both day and night. Ja, es wäre doof, wenn ich aus Frankfurt am Main. Okay. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe eine neue Kamera bekommen zum Testen. Wird verkauft über Funkind, aber es steckt Suntech dahinter. Ich kenne Suntech schon sehr lange. Die hier soll um die 40 Euro kosten, so 45 Euro ungefähr. Ist eine sehr kleine Kamera. Ich vermute mal, dass hier zwei ultrahelle LEDs verbaut sind, weil das Fenster wäre nämlich sonst ein bisschen zu klein für die anderen LEDs. Okay. Ist eine relativ kleine Kamera verbaut. Ich denke mal, es werden so 3 Megapixel sein. Aber wäre ja auch in Ordnung. Mit 3 Megapixel kriegt man ja 2,7K ohne Probleme hin. Es ist ein Gurt dabei, wo ich sagen muss, gefällt mir, weil der Clip ist wieder aus Metall. Es ist zwar billiges Metall, aber es hält länger als Plastik. Ist auch schöner für unsere Umwelt. Drahtseil machen wir auch gleich rum. Ja. Auf der Packung ist eigentlich eine SD-Karte abgebildet. Achso, die ist schon drin. Kamera hat ein Stativgewinde, USB-C-Anschluss, Mini-SD-Karten-Slot, An-Ausschalter und Flugzeug. Warum? Was ist noch dabei? Wandhalterung, Dübel, Schrauben, USB-C-Kabel, brauche ich nicht. Wisst ihr, was ich mit den Kabeln immer mache? Wenn ich Kameras umbaue und ein Mikrofon vom Einbauort verändere oder so, dann schneide ich diese Kabel auf, weil hier sind schöne dünne Adern drin, und benutze die, um die Mikrofone anzuschließen. Ja, verkehrt rum. Verdreht. Ist das? Wieder verdreht. Ist das jetzt zweimal verdreht? Jetzt ist richtig. Okay, Foto und Video, okay. Foto Resolution. 8 Megapixel reichen. 1080p. Videolänge 25 Sekunden. Audio Recording an. Was ist ein Shortlag? Language? Deutsch. Ach, dann war das der Aufnahmeabstand. Okay, 5 Sekunden. Lassen wir mal so. Empfindlichkeit hoch. Hier können auch Mäuse rauf. So, das war's. Die Mini 800 ist jetzt eingestellt. Lassen wir sie mal hängen und uns überraschen, was die kleine Kamera bringt. Aber ein Display. Die hat ein Display. Wow. Und die ist klein. Oh, meine Pumpe ist da. Cool. Kannst winken. Wieder zurück bei der Suntech Mini 800. Jetzt habe ich schon eine Brille auf und sehe nicht, wo das okay ist. Die hing jetzt ungefähr eine Woche hier. Jetzt gucken wir mal nach, ob sie was aufgenommen hat. Sie ist schön klein. Jetzt ist es runtergefallen. Wir haben über 90 Aufnahmen. Okay, das bin ich alles selber. Aufnahme ist schön klar. Ton ist ein bisschen dumpf, aber in Ordnung. Die Kamera hat einen sehr engen Aufnahmewinkel. Ist wohl eher dazu gedacht, weiter weg aufzunehmen, als sehr nah dran. Aber die Bildqualität? Das, was mich stört, ist, dass die in AVI sind. Also von dem, was ich jetzt gesehen habe, gefällt mir. Ist ein bisschen Spotbeleuchtung, aber noch in Ordnung. 42,99. Zusammen mit Socken 61,72. Suntech. Ja, Suntech kenne ich von früher. Waren die ersten Kameras, die ich getestet habe. Die waren damals auch nicht so besonders gut. Deswegen habe ich die nicht weiter verfolgt. Die scheint ganz schön aufgeholt zu haben. Die Kamera bleibt hier. Die soll noch ein paar schöne Aufnahmen machen. Die sie gemacht hat, die zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Zugucken.
Lade kommt. Achso. Falsche Kamera, ja. Muss ich die Batterien wechseln? Nee, wa? Ja gut, kleine Karte ist immer nicht so schön. Die Aufnahme habt ihr gesehen? Könnt ihr euch selber ein Bild davon machen, wie die Qualität von dieser Kamera ist. Meine Videos kommen immer freitags um 12. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr den neuesten auch nicht. Bei der Glocke seht ihr es noch schneller. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vavi. Ich will immer noch sagen, wenn es keine technischen Probleme gibt. Aber? Das war eigentlich nur einmal ein Gag, wo ich in... Weiß ich nicht, war. Indonesien. März. Da kamen auf einmal die Videos nicht. Und dann habe ich das nochmal neu eingestellt, freitags um 12. Das war aber in Indonesisch 12. Die waren dann hier um 18 Uhr, 17 Uhr oder so online. Kuhscheiß. Ja, Kuhscheiß.